Damit willkommen zu den Nachrichten. Reicht der Arm des türkischen Präsidenten Erdogan bis nach Offenbach? Das vermutet zumindest der Chefredakteur der dort erscheinenden türkischen Oppositionszeitung Zaman. Die Zeitung, die der Gülen-Bewegung nahestehen soll, wird eingestellt. Der Grund, so der Chefredakteur, seit dem gescheiterten Putsch würden Abonnenten und Mitarbeiter von Erdogan-Anhängern bedroht. Vor 13 Jahren hat Süleyman Bar als Redakteur bei der deutschen Ausgabe der türkischen Zeitung Zaman angefangen. Heute erlebt er die letzten Wochen der Zeitung mit. Bald wird die Druckerpresse hier stillstehen. Am 30. November ist endgültig Schluss. Abonnenten werden besucht und sie werden bedroht, dass sie, wenn sie die Zeitung weiterhin abonnieren, sie Schwierigkeiten bekommen werden. Arbeiten wird in der Redaktion zunehmend zum Risiko. Die Mitarbeiter wollen unerkannt bleiben. Denn Zaman gehört der World Media Group AG mit Sitz in Offenbach an. Seitdem sich der Konflikt zwischen Erdogan und Gülen immer mehr zuspitzt, geht es mit dem Gülen-nahen Medienunternehmen bergab. Aus den dazugehörigen Fernsehstudios wurde schon lange kein Live-Bild mehr gesendet. Der Putschversuch bricht dem Medienhaus schließlich das Genick. Zu sehen, dass man zunehmend von einem Staat so stark unter Druck gesetzt wird, sodass für manche lebensbedrohliche Situationen entstehen. Da dann vernünftig zu sein und sagen, arbeiten unter diesen Umständen, das wollen wir nicht. Wir wollen weder Kollegen zu Schade kommen, die jetzt journalistische Arbeit machen, noch unseren Abonnenten, die uns noch die Treue halten. Mittlerweile sind 2/3 der Abonnenten weg. Die Folge: keine Anzeigenkunden, keine Geschäftsgrundlage. Aus über 200 Mitarbeitern werden 17. Die Auflösung der Zeitung nur noch eine Frage von Wochen. Die World Media Group gedenkt nun, ganz den Standort in Offenbach zu schließen. Mehr dazu am Sonntag um 18 Uhr in unserem Landesmagazin De facto. Die Stadt Gießen will mehrere Bundesländer verklagen, um Millionenkosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern zurückzubekommen. Nach Angaben der Stadt geht es um Aufwendungen in Höhe von fast 14 Millionen Euro für minderjährige Flüchtlinge. Die ohne Eltern nach Deutschland gekommenen Jugendlichen und Kinder wurden zuerst vom Gießener Jugendamt in Obhut genommen. Erst danach wurden sie auf die anderen Bundesländer verteilt. Damit die Ansprüche nicht verjähren, sollen nun gegen insgesamt 13 Bundesländer geklagt werden. Salmonellengefahr bei Alnatura-Produkten. Das Unternehmen für Bio-Lebensmittel aus Bickenbach im Landkreis Darmstadt-Dieburg ruft deshalb 3 Sesamprodukte zurück. Betroffen seien die Produkte Alnatura Sesam ungeschält 250 Gramm mit Haltbarkeitsdatum 30.10.2016, Alnatura Sesam 500 Gramm mit Mindesthaltbarkeitsdatum 3.3.2017 sowie Alnatura Saatenmischung 250 Gramm haltbar bis 14.12.2016. Dabei sei ausschließlich Ware mit dem Herkunftsland Uganda betroffen. In Wiesbaden ist ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem LKW ums Leben gekommen. Beide fuhren zunächst nebeneinander auf der rechten Fahrspur der B54 nahe des Wiesbaden Hauptbahnhofs. Ich glaube aber, dass wir jetzt gerade einen falschen Film im Hintergrund sehen, nämlich den einer Ausstellung. Da kommen wir später dann nochmal dazu. Und wenn der Prompter jetzt mit dem Text noch ein bisschen weitergeht, dann können wir auch hier weitermachen. Dann kommen wir dazu. Autofahrer, die über die Schiersteiner Brücke fahren müssen, werden noch länger als erwartet mit der Baustelle dort zurechtkommen müssen. Nach Angaben von Hessen Mobil werden die Bauarbeiten erst ein halbes Jahr später als geplant, also Mitte 2017, beendet sein. Grund dafür ist das wechselhafte Wetter, das dazu geführt hat, dass manche Arbeiten nicht bis zum Winter beendet werden können und erst im Frühjahr fortgesetzt werden. Hunderte tote Fische in der Aa auf einer Strecke von rund 5 Kilometern beunruhigen Angler, Polizei und Wasserschutzbehörden, gerade in Taunusstein. Gestern Abend wurden die toten Tiere entdeckt. Und das, obwohl das Wasser so aussah wie immer. Woran die Fische starben, muss nun durch Wasserproben und durch die Untersuchung einiger der toten Fische geklärt werden. Thorsten Harms berichtet. Es sind vor allem Bachforellen, die heute tot in der Aa treiben. Woran die Fische gestorben sind, darüber lässt sich im Moment nur spekulieren. Den Anglern an der Aa war schon am Abend klar, dass hier was nicht stimmt. Normalerweise Bachforellen stehen immer in der Deckung, die wollen nicht gesehen werden, die suchen Schutz, die sind in irgendwelchen Löchern im Wasser. Als wir gestern Abend fischen waren, kamen die Fische plötzlich raus, große Fische, ins freie Wasser.
und standen da ganz ruhig, haben sich von uns nicht verjagen lassen, was auch nicht normal ist. Normalerweise macht man einen Schritt und die sind weg. Einige vermuten, dass unbekannte Täter eine Chemikalie in den Bach geleitet haben. Die Angler haben die Polizei und die Wasserbehörde alarmiert. Sichtbare Hinweise gibt es keine, weder Schaum noch Geruch sind im Bachlauf feststellbar. Als wir dann kamen, haben wir dann natürlich mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr, weil die das notwendige Equipment ganz einfach vorrätig hat, dann an verschiedenen Stellen Wasserproben entnommen. Mehr konnten die Beamten nicht machen. Heute gingen die Wasserproben an die Kreisverwaltung. Geklärt werden muss jetzt, warum sich das Fischsterben auf einen 5 Kilometer langen Abschnitt beschränkt. Gewässerexperten haben schon eine Spur gefunden, als sie Messungen vorgenommen haben. Mit den üblichen pH-Messungen. Und das hat ergeben, dass der Sauerstoffgehalt niedriger ist als üblich. Eine mögliche Ursache dafür, das warme Sommerwetter und kaum Regen. Doch ob das ausreicht, um für ein massives Fischsterben zu sorgen, werden erst weitere Laboruntersuchungen ergeben. Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind. Nach diesem alten Sprichwort verhalten sich zurzeit die Verantwortlichen in Schauenburg im Landkreis Kassel. Dort wurden vor einem Jahr umfangreiche Straßensanierungsarbeiten durchgeführt. Das Ergebnis? Plötzlich waren auf einen Schlag elektrische Garagentore, Mikrowellen oder Waschmaschinen defekt. Das Problem? Weder die Straßenbaufirma noch der Versorger EAM fühlen sich dafür verantwortlich. Geräte im Wert von 1.500 Euro. Alle kaputt. Jörg Reisel war zu Hause, als das Elektrochaos losging. Also ich war im Haus unterwegs, der Rechner lief und dann hörte ich einen Knall. Ich bin ins Arbeitszimmer, habe gesehen, dass der Rechner auf einmal aus war, habe versucht, ihn wieder zu starten. Das klappte natürlich nicht. Dann habe ich auf mein Telefon geschaut, das war auch tot. Das Display war weg. Da habe ich dann schon langsam gedacht, um Gottes Willen, was ist alles passiert? Im vergangenen November wurde die Straße komplett saniert. Dabei wurde vermutlich ein Verbindungsstück zwischen Stromkabeln beschädigt. In 7 Haushalten gingen Geräte kaputt. Doch keiner will es gewesen sein. Netzbetreiber EAM will sich nicht vor der Kamera äußern. Schriftlich teilen sie mit: Diese Beschädigung ist im Rahmen der Baumaßnahme mit einem Bagger durch die von uns beauftragte Firma Pieper erfolgt. Die Energienetzmitte, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der EAM, ist hier selbst Geschädigte. Auch Pieper äußert sich nur schriftlich. Zur Schuldfrage wollen sie nichts sagen. Es handelt sich dabei um ein schwebendes Verfahren, an dem beide Parteien die Ansprüche der Anlieger und den Verursacher ermitteln, um eine einvernehmliche Regulierung zu erwirken. Weil die Schuldfrage ungeklärt ist, warten die Anwohner bis heute auf eine finanzielle Entschädigung. Der ist es nicht gewesen, der schiebt die Schuld auf den anderen. Der andere sagt, nee, wir sind da auch außen vor, es ist der Dritte. Wir prallen wie ein Gummiball von Wand zu Wand. Das erzeugt natürlich auch Frustration, Ärger und Wut. In den kommenden Wochen sollen weitere Gespräche stattfinden. Die Anwohner hoffen, dass dann entschieden wird, ob und von wem die kaputten Elektrogeräte bezahlt werden. Auch wenn man es nicht glauben mag, seit über einer Woche ist zumindest meteorologisch Herbst. Doch dieser September macht vieles wett, was uns der Sommer nicht gegönnt hat. Und neben der meist herrschenden Freude bei den meisten von uns, haben wir uns mal wieder bei diesem für die Jahreszeit so unüblichen Wetter bei denen umgehört, die so stark vom Wetter abhängig sind. Wie finden denn die Landwirte das Wetter? Ungewöhnlich warm ist dieser September und macht einiges wett, was der Sommer verbockt hat. Heißt für die Landwirte den Silomais vom Feld holen, 2 Wochen früher als normal. Die Qualität ist top, aber die Pflanzen schon überreif. Regen für die neue Aussaat jetzt optimal. Davon wollen die Winzer mal gar nichts wissen. Der überdurchschnittliche Altweibersommer hat diesen fast verloren geglaubten Jahrgang nämlich komplett gedreht. Es war ja bekanntlich ein nasses Frühjahr und keiner hat geglaubt, dass der Jahrgang sich so toll weiterentwickelt. Und die letzten 2-3 Wochen waren einfach traumhaft. Die Trauben legen täglich 1-2 Grad Öchsel zu bei dieser Sonne. Aber immer diese nörgelnden Winzer. Man findet ja immer was auszusetzen. Letzte Woche gab es dann sogar Sonnenbrand bei Traube, wo man so spät in der Saison eigentlich selten kriegt. Die Reben waren ein bisschen geschockt über das tolle Wetter. Apropos Sonnenbrand. Das Problem hat Albrecht Denneler auch bei seinen Äpfeln. Sonst ist er aber ganz zufrieden mit dem super Spätsommer.
Die Sonnigkeit der letzten zwei Wochen sehen wir vor allem an der Färbung. Es fängt jetzt eben seit gut zwei Wochen an, dass wir eine schöne Durchfärbung kriegen. Sobald die Nächte kühl werden, die Tage warm sind, alternierende Temperaturen da sind, bekommen wir eine schöne Ausfärbung. So, und jetzt noch mal ein wenig meckern. Die Möhren auf dem Dottenfelder Hof sind am Vertrocknen. Landwirt Albrecht Denneler muss zum ersten Mal im September wassertechnisch nachhelfen. Problematisch. Jetzt ist es sehr heiß. Wenn ich Wasser gebe, entsteht ein Wachstumsimpuls. Der kann auch zum Reißen führen. Am besten sprechen wir uns in vier Wochen wieder. Bis dahin genießen wir doch einfach diesen Altweibersommer, denn irgendwann ist er auch vorbei. Und nun unser Blick auf die Nacht und morgen, das Wetter. In der Nacht ist der Himmel meist klar. In der Nähe von Gewässern bildet sich stellenweise Nebel. Morgen scheint wieder für längere Zeit die Sonne. Ab und zu entwickeln sich ein paar Quellwolken, aber es bleibt weitgehend trocken. Dazu weht der Wind meist nur schwach, auf den Bergen auch mal mäßig aus Süd bis Südost. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 17 und 11 Grad. Morgen nahezu unveränderte Höchstwerte mit 26 Grad im Norden und bis 29 Grad im Süden. Soweit die Nachrichten. Hessenschau kompakt gibt's dann wieder um 10 vor 6. Ihnen weiterhin einen hoffentlich schönen sonnigen Nachmittag und viel Spaß mit Hallo Hessen. Und apropos Tag des offenen Denkmals, Jens Kölker.